Hallo, ihr Hübschen. Ja, vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum ich immer im Sitzen filme. Kann ich euch sagen. Weil wenn ich losziehe, auch bin ich dreckig, ey. Oh. Wenn ich losziehe, habe ich immer was in den Händen. Ich bin immer vollgepackt bis unters Dach. Weil dann gehe ich nämlich zu den Hühnern, zu meinen Tieren. Und dann habe ich manchmal 15 Kilo, 15 Kilo schleppe ich. Zeitweise. Plus noch eine Tasche um die Hüfte, eine Tasche um die Schulter. Ja, und deswegen habe ich keine Hände frei. Wenn ich in Deutschland bin, jetzt am 22. August, da besuche ich meine Mama und meine Familie und Freunde. Und wenn ich dann in Deutschland bin, dann gehe ich mal gucken, dass ich so ein Deppenzepter bekomme. Und bin ich am Überlegen, wie ich den benutze. Vielleicht kann man ja so ein Gestell bauen. Dann seht ihr mich auch beim Laufen. Weil dann kann man auch die Gegend mal, während ich irgendwo hingehe, und ich gehe ja ständig hier hin, kann man auch die Gegend mal filmen. So, ihr Hübschen. Was ich jetzt noch in der Hand habe, ist ein Bier. Ich trinke ein Bier. Ich habe so einen Durst. Ja, mein Tag war gut, total entspannt. Heute Morgen die Tiere gefüttert. Wieso habe ich hier eigentlich ein Riffelbrett? Die Tiere gefüttert, dann nach Hause und ich wurde bekocht. Ich habe mal Frühstück bekommen. Das fand ich so toll. Oh. Und ja, schön gefrühstückt. Dann noch einen Kaffee. Und dann habe ich angefangen, unsere kleine Wohnung ein bisschen aufzuhübschen. Ja. Ich hatte ein Jahr lang oder anderthalb sogar einen großen Vogelkäfig. Den habe ich zu Hause stehen gehabt, und zwar für Vogelrettung. Und nur für Rettung. Bei mir kommt kein. Es ist eigentlich ein Papageienkäfig gewesen und das ist eine Schande. Ein Käfig, ich sag mal, ein Quadratmeter, anderthalb für einen Papageien. Also sowas finde ich unglaublich. Bei mir war es nur die Rettung, dass eben halt die Vögel, die ich mitgenommen habe, mal eben da rein konnten, bis ich alles fertig hatte. Weil normalerweise hat jedes Tier seine eigene Box. Aber dieser Käfig war eben halt super, wenn ich zum Beispiel eine Taube mitgeschleppt habe. Oder ja, Agapornis hatte ich. Aber die kamen dann durch die Gitterstäbe. Also die flogen dann frei durch die Wohnung. Das war auch witzig. Also dieser Käfig war. Der hat mehr Platz weggenommen, als dass er mir genutzt hat. Ja, und dann habe ich mich entschlossen, den abzugeben. Und wir haben oh, zum Glück, jemanden gefunden, der den genommen hat. Ich werde alt. Ich kriege schon. Ich weiß, ich weiche vom Thema ab. Ich sehe das gerade. Ich komme ganz schlecht mit dem Alter zurecht. Echt, das könnt ihr mir glauben. Deswegen habe ich hier wahrscheinlich auch so Falten. Obwohl ich ein ganz fröhlicher Mensch bin. Naja. Ich lache auch viel. Aber so mal eben ein bisschen weghalten. Voll auf die Gusche. Ja, und auf jeden Fall haben wir jemanden gefunden, der den genommen hat. Und oh, jetzt ist da Platz. Mega Platz.
Wir haben nur 17 Quadratmeter, aber das ist Platz. Sag mal, schiel ich? Könnt ihr mir mal sagen, ob ich schiele? Schiel ich? Ich sehe mich da drin immer schielend. Ja, aber okay. Wenn man keine Probleme hat, macht man sich welche. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Platz. Und da habe ich mir einen Tisch hingestellt und ein Regal obendrauf auf den Tisch, sodass wir da auch ein bisschen Fläche haben. Ah, oh, das ist schön. Bin ich froh, dass das Ding weg ist. Weil ich hatte da jetzt in diesen anderthalb Jahren hatte ich da vier, drei, vier Vögel drin. Bin natürlich gleich wieder rausgeholt, weil jeder bekommt seine eigene Box. Und eine Taube, die zum Beispiel Schädeltrauma hat, die braucht nicht da auf der Stange sitzen. Sie muss flach auf dem Boxenboden, total im Dunkeln und in Ruhe. Und dafür bin ich ausgestattet, das habe ich. Und dieser Käfig war eben halt für was ganz anderes gedacht, was aber nicht geklappt hat. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und ja, und weil es nicht geklappt hat, hatten wir den natürlich da stehen und er hat sich dann da auch ab und zu mal bewährt. Aber eben halt zu wenig. Er hat mehr Platz weggenommen als alles andere. Ja. Und nun ist er weg. Ich gehe gleich nach Hause. Oh, ist das schön. Schön, schön warm. Der nächste Kalima soll ankommen. Das ist der Sahara-Wind, der wieder mega Hitze mitbringt. Teneriffa brennt. Mir tun immer die Tiere so leid. Menschen können irgendwie abhauen, aber die Tiere. Ah, ich bin aber auch ein Angsthase geworden. Okay, das ist dann zum Teil ist das ja auch berechtigt. Weil ich immer Schiss habe, dass die Tiere da eingesperrt sind und nicht wegkommen. Ist ja bei mir auch der Fall. Jetzt bin ich hier ganz rot. Oder sehe ich das nur so? Oh Gott. Ja. Und auch wenn zum Beispiel im Winter doch mal Winterstürme sind. Hier gibt es ja nicht wirklich Winter. Aber mit Regenfällen, sodass hier überall Wasserfälle sind, dann ist hinter mir ein Bergkamm. Und da plumpst so oft was runter. Und dann habe ich natürlich Schiss, dass hier was reinfällt bei den Hühnern. Weil die sind ja da. Und oh, dann fließt das Wasser hier so durch. Also. Das macht mir Sorge. Immer wieder aufs Neue. Ja. Gleich gehe ich nach Hause nach dem Bier. Ich habe nämlich sonntags auf einer Plattform eine virtuelle Kneipe. Ich stimme schon mal an. Passt ganz gut. Wie viele Minuten habe ich denn eigentlich schon? 50. So. Machen wir das doch mal bei Sendung mit der Maus, oder? Nee, der mit dem Löwenzahn. 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 Ich glaube, das war die Sendung mit Löwenzahn. Der Peter Lustig. Peter Lustig. Der ganz zum Schluss gesagt hat, und jetzt schalten wir mal alle aus. 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 Abschalten. Jetzt aber abschalten. Okay, das war das Wort. Ein habe ich noch. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich kokettiere hier gerade mit meinem Bild. Aber ein habe ich doch noch. Prost.
Jo. Okay. Und abschalten. Abschalten.